So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part, The Evil Within. Ja, wir haben ja im letzten Part quasi den Raum da gesehen und ich wollte ihn noch nicht betreten. Es hatte auch einen gewissen Grund. Und ja, dann wollen wir mal direkt dahin, ne? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? So, dann wären wir auch schon mal hier. Wieder an diesem verfluchten Ort. An diesem ekelhaften Ort. Und ja, diese Fingerabdrücke, habe ich wirklich das Gefühl, es könnte was mit der Person zu tun haben, die uns gleich begegnen wird. Ja, man kann sagen, wir haben sie ja schon mal getroffen. Ich denke mir mal, ja, der ein oder andere weiß es auch vielleicht auch schon oder kann sich das denken. Ich meine, ich habe auch da schon also davon geredet oder gesprochen. Naja, wir gucken uns das jetzt mal an. Ja, wir müssen jetzt schleunigst weg und wir müssen... Genau, wir haben ein bisschen Schaden genommen, aber das ist scheißegal. Genau, die Gute verträgt nämlich kein Feuer. Mit Feuer scheint's zu gehen. Habt ihr gesehen? Die ist nämlich weggelaufen. Weil Feuer ist ihre Schwachstelle. Es hat aber auch einen besonderen Grund, weil das hat was mit ihrer Vergangenheit zu tun. Aber das werden wir später herausfinden. Also ich möchte euch nur ein bisschen schon mal Nervenkitzel wegen der Story machen. Weil wir haben ja noch nicht wirklich großartig die Story erlebt. Und deswegen packt das Spiel einen ja jetzt noch nicht direkt am Anfang. Das kann ich auch verstehen. Aber glaubt mir, es lohnt sich definitiv. Oh nein, 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 nein. Leute, Leute, Leute. Wo bist du? Ja, ihr merkt schon, es gibt auch Raben, die haben dann diese Statue auf dem Kopf oder auf dem Rücken. Oh, zweiter Schuss. Naja, immerhin, ne? Besser als gar nicht. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt nochmal zurück, weil wir jetzt einen Schlüssel haben, oder? Ja, mit der Munition wird es ein bisschen knapp. Ja, das ärgert mich gerade ein bisschen. Ich hätte... Ah, ne, Moment mal, Moment mal. Ah, ne, das war nur von der einen... Ach, von dem Schrotgewehr war das bestimmt Munition, stimmt's? Ich meine von dem Schrotgewehr an der einen Stelle unten. Ah, das können wir jetzt nicht gebrauchen. Aber wisst ihr was? Ich gehe trotzdem nochmal zurück. Einfach nur, um zu gucken, ob wir vielleicht ein bisschen Munition noch holen können. Weil das wäre jetzt schon ein bisschen fies, wenn wir da jetzt gleich ins Getümmel kommen und wir haben zu wenig Munition. Das ist sehr merkwürdig, oder? Seid mal ehrlich. Manchmal kommt man irgendwie in, also spawnt man hier irgendwie an der Stelle und manchmal spawnt man dann irgendwie hier vorne. Das ist schon irgendwie ziemlich komisch, oder? Seid mal ehrlich. Naja, wir gucken erstmal. Vielleicht finden wir ja doch ein bisschen Muni. Wäre ja gar nicht mal so schlecht. Oh komm, du kannst die Tür doch auch auftreten, oder nicht? Der denkt auch einen auf Gentleman hier machen. So, gucken wir mal. Also hier haben wir davon was, das brauchen wir aber nicht, beziehungsweise können wir nicht mitnehmen. Das auch nicht. Okay, dann müssen wir auf gut Glück hoffen, dass wir jetzt gute Munition bekommen oder vielleicht wieder ein bisschen Hirnflüssigkeit, aber ja. Willst du mich verarschen? Genau das, was ich nicht brauche. Ich glaube, das waren sogar zwei Stück, kann das sein? Zwei Stück sind auf jeden Fall mega geil, also die können wir dann später mal gebrauchen. Ich guck mal, wie viel haben wir eigentlich noch? Ja, wir haben genügend. Wir haben genügend, also ich würde sagen, später schauen wir nochmal vorbei. Ja, ich habe jetzt mit Absicht nicht nochmal Spieglein, Spieglein an der Wand gesagt. Ich weiß, es ist mir aufgefallen. Also, wundert euch nicht. Ich möchte jetzt ein bisschen Gas geben, weil ich gucken wollte, ob wir da nicht vielleicht auch was bekommen, also, was uns irgendwie hilfreich ist. Aber, nee, leider nicht. Schade eigentlich. Ach ja. Im Übrigen, wir werden diese Vergangenheit auch nacherleben oder nachempfinden, was diese langhaarige, schwarze Kreatur da quasi durchlebt hat. So, hier werde ich des Öfteren wahrscheinlich sterben, also wundert euch nicht. Es hat gewisse Gründe, warum. Ihr merkt es schon, da kommt nämlich die gute Dame. Und sie möchte auch mit uns kuscheln. Und jetzt passt mal auf. Das gute Stück hier, das kann ja in die Luft fliegen. Und wir müssen aufpassen, weil ihr wisst ja Bescheid. Die kann nämlich dementsprechend auch spawnen. Indem die durch gewisse Leichen sich teleportiert. Aber glaub mir, das ist noch gar nichts. Das Krasse ist erst, dass diese Kreatur... ich muss erstmal gucken, wo die...
wo die jetzt gerade ist. Ich sehe sie jetzt gerade nicht. Oh nein, die ist da vorne. Da, jetzt sehen wir sie auch mal ein bisschen besser. Ich muss ja sagen, die erinnert mich irgendwie an Silent Hill Homecoming so ein bisschen. Okay, okay, jetzt, jetzt. Komm, komm, komm. Los. Ja, korrekt. Ich muss überlegen, wie ich jetzt weiter vorgehen werde. Weil hier gibt es zwar noch ein paar Leichen, ne, wo sie dann halt wieder spawnen kann. Aber das ist noch gar nichts, ne? Also, oh nein, 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 nein. Schneller, 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 schneller. Du musst schneller werden, mein Freund. Du musst schneller werden, definitiv. Los, schnell, geh da hoch. Geh da hoch. Er kann jetzt leider nicht ganz schnell klettern, das habt ihr jetzt gerade auch gesehen. Aber das ist jetzt erstmal Nebensache. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Alter, ist das dein Ernst? Wow. Leute, ich bin hier am Hängen, das ist gar nicht gut. Boah. Diese Kreatur, ne? Die ist wirklich manchmal dementsprechend sehr schnell. Alter, Falter. Nein. Das wäre der größte Fehler gewesen, den man hätte machen können. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst kriegt die uns. Und das darf nicht passieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die auszuschalten. Oh, ich muss ganz schnell A drücken, damit ich wieder ein bisschen Bewegung habe. Beziehungsweise, dass ich laufen kann. Jetzt wisst ihr auch, warum ich das... Ja, sie ist da reingefallen, korrekt. Da, seht ihr das? Man sollte es aber nicht unterschätzen, weil... Die kommt gerne nochmal wieder. Das kann ich euch versprechen. Man hört es, glaube ich, auch schon, dass sie hier irgendwo wieder ist. Nein, 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 nein. Das ist unfair gewesen, das ist unfair gewesen. Wie soll ich denn dagegen ankommen, Alter? Tja. Ich habe sie nicht gesehen. Dachte, sie kommt von unten, aber dann habe ich das gehört, dass sie oben ist. Aber weil wir schon nach oben gedrückt haben und er dann quasi die letzte Stufe hochgehen möchte und man das nicht mehr stoppen kann, hat sie uns packen können und wir sind gestorben. Ich habe es ja gesagt, ich werde hier öfters sterben, aber das ist normal in diesem Spiel. Oh mein Gott. Also, wenn ihr jetzt auch schon so oft gestorben seid, glaubt mir, das ist mir auch schon sehr oft passiert. Und dabei habe ich dementsprechend schon Erfahrung in gewissen Videospielen. Okay, dann wollen wir mal auf ein neues. Hoffentlich kriegen wir es diesmal hin. Genau, die muss jetzt erstmal hier wieder aus diesem blutigen Springbrunnen entstammen. Oder entspringen, wie auch immer. Jetzt muss ich erstmal gucken, welchen Weg geht sie denn, wenn sie rennt? Nee, sie geht links. Man muss aufpassen, manchmal ist sie so schnell. Habt ihr gesehen, wie schnell sie sein kann? Dass sie uns dann mehr oder weniger... Habe ich sie jetzt nochmal getroffen? Das wäre genial. Also, das ist mir jetzt noch nie passiert, dass ich sie nochmal getroffen hätte, aber das wäre eigentlich gar nicht verkehrt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hoffe mal, dass sie versucht, irgendwie diesen Weg hier zu wählen oder diese Leiche zu benutzen. Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Wo ist sie denn? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nein, nicht diesen Weg. Nicht diesen Weg. Komm schon. Alter, sie läuft immer schneller, Leute. Komm, 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 jetzt. Komm, komm. Triff sie doch. Ja, korrekt. Korrekt. Ich habe sie getroffen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze machen. Ich werde jetzt versuchen, hier runter zu gehen. Ja, es war ja klar, dass sie da irgendwie rauskommen wird. Deswegen muss ich jetzt wohl oder übel den Weg nach oben nehmen. Sonst werde ich nämlich gleich die Arschkarte haben. Nein, 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 nein. Ich werde wieder sterben. Oh. Das Gesicht von der erinnert mich immer irgendwie an, den Fluch. Ja, also die, hier, der Fluch quasi aus dem Film. Die Filmereihe. Alter. Das Krasse ist, sie war gerade wirklich eben noch hinter uns. Auf einmal ist sie da oben. Ich glaube, ich sollte nochmal die Leiter versuchen hochzugehen. Dann spawnt sie oben, dann gehe ich ganz schnell runter, aktiviere den Schalter und sie fällt rein. Ich glaube, das sollte ich wirklich so machen. Weil anders ist es irgendwie ein bisschen blöd.
Wir werden dementsprechend wirklich vielleicht den ganzen Part brauchen, um sie zu besiegen. Das hat den Grund, weil wir ihr noch nicht so viel Schaden machen können. Es gibt natürlich auch gewisse Waffen. Zum Beispiel, die Waffe möchte ich nicht verraten. Die kriegt man erst im Verlaufe des Spiels. Deswegen halte ich mich da erstmal geschlossen, was das betrifft. Aber mit einer gewissen Waffe kann man sie auch so gesehen töten. Jetzt komm her. Los, 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 los. Ja, korrekt. Also das gelingt uns ja immer, ne? Aber ja, diese eine Stelle, das ist so fies. Vor allem diese Hetzerei in diesem kleinen Raum. Das ist so nervig. Jetzt muss ich erstmal gucken, von wo kommt die jetzt? Na, entscheide dich. Ja, du gehst diesen Weg, das ist gut. Ja, komm, komm, komm. Los. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Wie lahmarschig die gegangen ist. Die wusste, dass wir dagegen schießen wollen. Wie krass ist das denn? Seid mal ehrlich. So, und wisst ihr was? Genau. Die versucht hier rauszukommen. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Normalerweise müsste sie jetzt eigentlich... Nein, ich werde sterben, Leute. Sie kommt jetzt von hier. Oh mein Gott. Los, 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 los. Ich kann nichts mehr tun. Alter. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh nein, wisst ihr, was scheiße ist? Wenn sie nämlich hochgeht, ist sie nämlich super schnell. Da könnt ihr kaum entkommen. Ah, den Schalter kann ich natürlich noch öfters aktivieren. So ist es nicht. Oh, habt ihr das gesehen? Sie kann sich auch teleportieren, genauso wie der Kapuzenmann. Ja, was mache ich jetzt am besten? Ich habe da eine Idee. Nein, 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 nein. Nicht diese Idee. Jetzt gucken wir mal. Du magst doch kein Feuer, oder? Hier, dann bekommst du Feuer. Eine ganze Fontäne, Madame. Wie gefällt dir das, hä? Wenn wir Glück haben, wird sie da jetzt reinspringen. Aber ich glaube, wir werden Pech haben. Sie kommt von hier. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich kann nichts tun, ich kann nichts tun. Doch, doch, ich kann was tun. Ich kann hier hoch, aber ich weiß nicht, ob sie uns runterschlägt, Alter. Sie kann uns runterschlagen. Los, steh schnell auf. Weg hier, weg hier. Los, 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 schnell, schnell, schnell. Ja, korrekt. Korrekt. So muss das sein und nicht anders. Oh mein Gott. Das müssen wir noch ein bisschen öfter machen. Man merkt es auch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Schnell runter, schnell runter. Schnell, nix wie weg hier. Oh nein, der Schalter, der muss erstmal wieder aktiv werden. Oder ging das nur einmal? Nee, das ging öfter, das weiß ich doch noch. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Wo ist die? Oh, da ist sie. Am liebsten wäre mir ja, wenn ich jetzt irgendwie die Möglichkeit hätte, kurz ein paar Brandpfeile herzustellen. Weil das wäre wirklich genial. Das wäre das Beste, was ich machen könnte. Oh. Der funktioniert nicht mehr, Leute. Und wo kommt die jetzt? Ich sehe sie leider nicht. Oh nein, sie kommt von da oben. Sie kommt von da oben. Sie kommt von da oben. Schnell hoch. Schnell, schnell, schnell. Auch wenn sie mich vielleicht wieder runterstößt, das ist immer noch besser, als wenn sie mich direkt packen kann. Los, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Ja, das wird mir eh nichts bringen. Oder doch? Nee, scheinbar nicht. Komm, 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 komm. Das Problem ist, ich möchte jetzt gerade wirklich was herstellen, aber das kriege ich nicht gebacken. Nein, 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 nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Komm, schnell, schnell. Gut, wir haben uns davon Pfeile herstellen können. Nur ob wir jetzt auch überleben, ne? Das ist die andere Sache. Wo ist die? Oh nein, oh nein, oh nein. Sie kommt da raus, sie kommt da raus. Alter. Alter, geh weg. Lass mich in Ruhe. Ach, da gab es ja auch noch einen Raum. Da gab es ja auch noch einen. Alter, Alter, sie hätte mich fast erwischt. Ja. Korrekt. Komm schon, komm schon. Komm schon. War das der Rest? Oh nein, sie wird überleben. Wo ist sie jetzt hin, Leute? Komm schon, komm schon. Ich weiß jetzt nicht, ob die von oben kommt. Die scheint von unten zu kommen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das schaffe ich nicht, Leute. Das schaffe ich nicht. Ich muss hier weg.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob sie von der Seite kommt, deswegen laufe ich erstmal einen hohen Bogen. Ja, nee, ist klar. Hä? Warum ist denn da schon wieder eine Leiche? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Schneller, Alter, schneller. Oh, nee, ist klar, das schaffe ich so nicht. Ich muss sie irgendwie auf Distanz halten oder auf dem Laufenden. Komm schon, die teleportiert sich jetzt bestimmt wieder. Nein? Die läuft diesmal? Alter, ist die gemein. Komm schon, komm schon. Komm schon. Die wird jetzt wieder unter uns sein, definitiv. Oh. Schade. Wir haben sie nicht erwischt. Sonst hätte sie nämlich angefangen zu schreien. Oh, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Oh, da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie, wenn man vom Teufel spricht. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen auf Distanz halten. Alter, die gibt aber auch Gas. Meine Herren. So. Ich muss jetzt gucken, wie ich sie am besten struggle. Ich habe auch eine Idee. Nein, 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 so nicht. So nicht. Definitiv so nicht. Kann die mal aufhören zu laufen? Ich glaube, wir haben sie kurz gestruggelt. Komm schon, komm schon, komm schon. Lauf, lauf, lauf. Los, los, los. Schalter aktivieren. Alter, nein, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Das ist euer motherfucking nicht Ernst. Komm schon, komm schon. Alter. Boah. Leute. Das war jetzt aber richtig heftig. Das war aber wirklich mächtig heftig. Ich wusste, dass sowas passiert. Deswegen habe ich schon die Armbrust ausgerüstet gelassen. Oh mein Gott. Komm schon, komm schon. Ich muss dich doch irgendwie besiegen, Alter. Nee, ist klar. Nee, ist klar. Nee, ist klar. Nee, ist klar. Ja. Das hast du nicht anders verdient, ey. Meine Herren, das war Adrenalin pur, Leute. Guckt euch das an. Ist sie nicht gewaltig? Ist sie nicht krank? Oh mein Gott. Alter, ich meine, hier kriegt man auch nichts mehr. Also nicht, dass ich wüsste. Sollte hier irgendwo eine Statue sein, schreibt mir das mal bitte in die Kommis, damit ich mal privat danach ein bisschen suchen kann. Okay, wir haben schon mal das Schlimmste hinter uns. Alter, wir haben fast einen ganzen Part für die gebraucht. Aber es war auch heftig. Ich hätte natürlich meine ganze Munition direkt verbrauchen können, aber ich wollte diese Hetzjagd auch weiterhin spannend halten. Und das ist mir definitiv gelungen. Also ohne Scheiß, das kann mir niemand erzählen, dass es langweilig war. Okay, wir haben hier wenigstens schon mal Revolvermunition gefunden. Oh, Streichhölzer. Ja, wir haben jede Menge verbraucht bei der, ohne Scheiß. Deswegen sammle ich die auch immer. Nach Hause. Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen, eingeschränkte Kommunikation und soziale Kognition sowie repetitives Verhalten auf. Synästhesieanzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin. Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Direkt vor meinen Augen. Unglaublich. Kein Zweifel mehr. Dieser ist kompatibel. Was in Teufels Namen? So, Leute, jetzt wird es ein bisschen spannend. Wir müssen nämlich ein paar Gegner besiegen, weil die wollen uns an den Kragen. Ihr seht es auch schon. Das ist auch schon der erste. Und der hat das einfach mal locker weggesteckt. Das Gute ist,
Die sind mehr oder weniger, sind die gefangen. Und wir müssen ganz schnell aus ihrem Kopf diese Schnur entfernen. Das heißt, die sind nämlich unsterblich. Und ja, die können uns mehr als nur auf den Sack gehen. Und wir müssen ganz schnell diese Dinger aus dem Kopf oder aus den Köpfen entfernen. Komm, 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 komm. Ja. Waren das alle? Tja, das, was ihr alles gesehen habt, ne? Das wird uns noch alles passieren. Das wird definitiv krass. Und guckt euch diese Kreatur an. Alter Schwede. Spielspeicher natürlich. Was kann ich denn überschreiben? Ich würde sagen, das kann ich definitiv jetzt endlich mal überschreiben. So, ich würde aber sagen, im nächsten Part geht es dann weiter. Es war dann halt jetzt diese zwei Sachen nur, aber wie gesagt, ich glaube, in dem Part werden wir auch nicht mehr viel erreichen. Deswegen beende ich es jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Survival Horror Time mit Mr. Horror Jumper.